Gewalt liegt in der Luft in Tombstone, Arizona. Im Oktober 1881 wird hier mit krachenden Colts Western Geschichte geschrieben. Freunde hatten Ed Schieffelin prophezeit, er würde im Land der wilden Apachen nur seinen Grabstein finden. Als Ed aber einen Berg aus Silber entdeckt, taufte die neue Minenstadt ironisch Tombstone. Grabstein. Der Silberberg lockt tausende hoffnungsvoller Glücksritter in die Boomtown. Jeder versucht, die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten im Westen auf seine Art auszunutzen. Auch die Brüder Earp wollen in Tombstone endlich das große Geschäft machen. Auf seiner erfolglosen Suche nach dem großen Glück hat der Familienclan eins begriffen. Wer sich auf Kosten anderer bereichern will, der muss entweder die Unterwelt kontrollieren oder das Gesetz. Die Earps sind auf dem besten Weg, beide Seiten zu beherrschen. In der Ruhmeshalle amerikanischer Vorbilder steht der Name Earp für Recht und Ordnung. In Wirklichkeit aber waren bei den Earps die Grenzen zwischen Gut und Böse genauso fließend wie bei so vielen anderen Gesetzeshütern. Morgan Earp, Postkutschenbewacher und bei Bedarf Hilfspolizist im Dienst der Familie. Ein Allerweltstyp wie alle Earps. Dennoch wurde einer von ihnen zur Legende. Wyatt Earp, Berufsspieler und gelegentlich Polizist. Dass dieser zwielichtige Durchschnittsabenteurer zum amerikanischen Ritter ohne Furcht und Tadel verklärt wurde, verdankt er vor allem einer Biografie, die der Lügenbaron als alter Mann selbst frisierte. Polizeichef Virgil Earp ist einer der mächtigsten Männer in Tombstone. Die Schlüsselstellung eines Stadtmarschalls bietet die besten Voraussetzungen für Korruption und Betrug. Mit von der Partie ein berühmt-berüchtigter Freund der Familie, Doc Holliday. Verzweifelt versucht der kaltblütige Zyniker, seinen Tuberkulosehusten mit Alkohol zu betäuben. Der ehemalige Zahnarzt ist ein Berufsspieler mit dem passenden Spitznamen Kämpfender Zuhälter. Die Earp-Clique wird in eine Schießerei verwickelt, die von keinerlei historischer Bedeutung ist. Aber da sich schon damals das bald allgegenwärtige Medienzeitalter ankündigt, wird das klassische Duell bei einem Pferdegehege zur berühmtesten Straßenschlacht der amerikanischen Geschichte aufgebauscht. Am OK Corral wollen die Männer in den feinen Gehröcken den dreckigen Rivalen von der verhassten Cowboy-Fraktion eigentlich nur einen Denkzettel verpassen. Aber dann knallt plötzlich das Staccato der Colts, das bis heute nachhallt. In Tombstone gehören rauchende Colts zum Repertoire-Theater. Auf 2 Meter Distanz fallen 36 Schüsse. Aber von 8 Männern sind nur 3 tot und 2 verletzt. So viel zur vielbesungenen Treffsicherheit der Westernhelden. Für tausende Besucher reduziert sich die Geschichte des Wilden Westens auf 30 Sekunden Ballerei. Jedes Wochenende wird die sagenhafte Schlacht am OK Corral noch einmal geschlagen. Schließlich verdanken ihr die Bürger von Tombstone den Lebensunterhalt. Nicht umsonst sagt man, die amerikanische Geschichte sei von Heldenlegenden durchzogen, wie die europäische von Heiligenlegenden. Hier wie dort wurden die Schauplätze der Wunder zu Wallfahrtsorten. Ein dubioser Kult um den Colt. Amerika ist ein Einwanderungsland, in das nicht die Zimperlichen zogen, sondern die Starken. Wo oft nur brutale Methoden das Überleben sicherten, war der Boden für die Verherrlichung entschlossener Revolverhelden bestens vorbereitet.
Seien es nun die umstrittenen Gesetzeshüter wie Wyatt Earp oder halbstarke Killer wie Billy the Kid. Ein U-Bahn-Schütze, der Rot sieht und jugendliche Räuber exekutiert. Oder ein Präsident, der Amerikas Interessen in aller Welt mit Waffengewalt vertritt. In angstvollen Zeiten voll ausufernder Gewalt wird gerne eine Epoche verklärt, in der man das Gesetz noch in die eigene Hand nehmen konnte, um die Welt scheinbar wieder in Ordnung zu bringen. Da werden sie zum 100. Mal zur Schau gestellt, die Leichen der angeblichen Banditen Clanton und McLaurie. Damals wie heute befriedigt bevorzugt der Tod das Sensationsbedürfnis der Menschen. Der Waffenexperte Bob Edgar stellt die legendäre Waffe vor, die man im Westen auch anerkennend Friedensstifter nannte. Das ist ein Colt 45. Das ist die berühmteste Pistole des Wilden Westens, die 1873 auf den Markt kam. Bei jedem Schuss muss man den Hammer mit Hilfe des Abzugs spannen. Das ist die Trommel, in die pulvergefüllte Patronenhülsen mit Bleikugeln geladen werden. Der Colt-Revolver wurde während der Indianerkriege für die Kavallerie entwickelt. Er war die populärste Waffe von Gesetzlosen, Gesetzeshütern und Cowboys. Colts mit graviertem Elfenbeingriff waren an der Grenze am verbreitetsten. Bei jedem Schuss muss der Hammer neu gespannt werden. Eine Waffe mit großer Durchschlagskraft. Damit kann man einen Büffel vom galoppierenden Pferd aus niederstrecken oder Großwild. Natürlich ist sie auch bei Menschen höchst wirkungsvoll. Wenn ich diesen Stein treffe, sieht man die Durchschlagskraft. Die Treffsicherheit ist am größten, wenn man den Hammer spannt, genau zielt und dann erst schießt. In Hollywood-Filmen reißen sie schnell feuerartig den Hammer zurück, was die Treffsicherheit völlig unberechenbar macht. Siehst du? Dreimal daneben. Stimmt das eigentlich mit dem schießwütigen Wilden Westen voller Mord und Totschlag? Nun, die meisten der gut bewaffneten Männer im Westen starben friedlich im Bett, ohne je einen Schuss abgegeben zu haben. Und im größten Teil der kleinen Westernorte fand nie eine Schießerei statt. 1879, also im schlimmsten Jahr der angeblich wildesten Stadt des Wilden Westens in Dodge City, sind gerade einmal 5 Menschen ermordet worden. Was wäre ein Western ohne Gewalt? Vor den Kameras Hollywoods sind mit Sicherheit mehr Männer umgelegt worden, als bei Schießereien im Wilden Westen zusammengenommen. In den einsamen, langweiligen Siedlungen waren Schießereien mit tödlichem Ausgang nicht etwa ein Allerweltsdelikt, sondern eine Sensation, die wochenlang die Gemüter erregte und dramatisch aufgebauscht wurde. Die Rechtsprechung im Grenzland war genauso rau wie das Land. Wo immer eine Gemeinde glaubte, das Gesetz sei zu schwach, nahmen es die Bürger selbst in die Hand. Krawattenpartys nannte man die Lynchjustiz der selbsternannten Richter. Bis heute wird das Image des sogenannten Wilden Westens als Zeit roher Gewalt gepflegt. Baumelnde Leichen im Westernland. Makabre Werbeinszenierungen sind ganz nach dem Geschmack vorprogrammierter Western-Touristen. Ja. 170.000 Waffenläden gibt es in Amerika. Colt,
Karabiner oder Schnellfeuergewehr werden über den Ladentisch verhökert wie jede x-beliebige Ware. Schließlich garantiert die Verfassung das Recht auf Waffenbesitz. 70 Millionen Amerikaner besitzen über 200 Millionen Handfeuerwaffen. Die Folgen sind beängstigend. 1993 starben 30.000 Menschen an Schussverletzungen. 200.000 wurden verletzt. Dazu 650.000 Raubüberfälle mit Schusswaffen. Im Vergleich zur Welle der Gewalt in Amerikas wilden Städten von heute waren die Schießereien im Wilden Westen nur Scharmütze. Als wäre ein neuer Bürgerkrieg ausgebrochen. Waffen jeden Kalibers demonstrieren für den Anspruch freies Schussfeld für freie Bürger. Auf einem Privatgelände in Kentucky üben Mr. und Mrs. America den Ernstfall. Die Eskalation von Verbrechen und Gewalt, Rassenunruhen, bei denen tagelang das Recht des Stärkeren regiert, erzeugen ein gefährliches Klima der Angst. So kann der Mensch seine Feindseligkeit auf kontrollierte Art abreagieren. Besser als tatsächlich loszuziehen und jemanden zu töten oder Blut zu lecken. Mein Mann hatte mir ein M16-Maschinengewehr zu Weihnachten geschenkt. Seitdem sind die Waffen, mit denen ich regelmäßig schieße, immer größer geworden. Hier kommen viele Dinge zusammen. Einmal ist es Männlichkeitsgehabe. Vielen gibt es ein Gefühl von Macht. Mit solchen Kalibern fühlt man sich stark. Andere wiederum lassen nur Dampf ab, um sich zu beruhigen. Ein beängstigendes Spiel mit dem Feuer. Sind solche hysterischen Kriegsspiele ein Vermächtnis des Wilden Westens? Die Ursachen für den lockeren Umgang mit Waffen sind sicherlich zum Teil in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu suchen. Die Amerikaner hatten nie ein besonderes Vertrauen in den Staat als Beschützer und Ordnungsmacht. Waffen waren immer für den persönlichen Schutz gedacht. Waffen waren aber auch stets eine Art Symbol und zur Schaustellung für die Freiheit und Unabhängigkeit des amerikanischen Bürgers. Im Gegensatz zu Europa, wo stets die Staatsmacht das Gewaltmonopol ausübte, halten die Amerikaner bis heute die Tradition einer Bürgerwehr aufrecht. In der Eroberungsgeschichte Amerikas musste sich jeder selbst schützen. In der Wildnis, gegen Indianer, Kolonialherren oder Banditen. Aber was damals mit einer Schießerei am OK Corral erledigt wurde, könnte heute auf bürgerkriegsähnliche Katastrophen zusteuern. Es gibt keine schlechten Waffen, nur schlechte Menschen, heißt es. Was ist, wenn Menschen schon von Kindesbeinen an zum Töten abgerichtet werden? Amerikanische Lehrerverbände berichten, 100.000 Schüler tragen jeden Tag Waffen während des Unterrichts. 40 Schüler werden jeden Tag erschossen oder verwundet. Was wird aus einer Gesellschaft, in der Eltern ihren Kindern beibringen, dass Freiheit stets die Freiheit des Stärkeren sei? Und das immer mit einem verklärenden Blick auf die Pioniergeschichte. Bis spät. 1993 in Arizona. Dreharbeiten zum Film Tombstone. Zum 26. Mal wärmt Hollywood die legendäre Geschichte um die Schlacht am OK Corral auf. Gleich nebenan schlüpft ein berühmter Zeitgeistreiter zum 27. Mal in die Rolle Wyatt Earps. Kevin Costner hat den Wilden Westen mit dem Indianer-Epos, der mit dem Wolf tanzt, wieder schmackhaft gemacht. Da hatte man lange geglaubt, das Genre hätte ausgedient. Und plötzlich werden gleich zwei Dutzend Revolvergeschichten abgespult.
Wie eh und je heben die Mythen die Wahrheit auf. Die Interpretation der Geschichte passt sich nur dem veränderten Zeitgeist an. Gentlemen, I'm not gonna allow any trouble. Hollywood setzt auf schonungslose Demontage liebgewordener Mythen. Spätestens beim Showdown, am Ende aber, versöhnt sich die neue Western-Moral mit den alten Legenden, indem sie neue schafft. Die Geschichte hat mal wieder wenig Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit. Aber die Filmkulisse des Western Tombstone ist bis ins Detail nach alten Fotos rekonstruiert. »200 Komparsen in originalgetreuen Kostümen vermitteln den Eindruck historischer Genauigkeit. Die Boomtown 1881. In der Wüstenhitze stank die staubige Elm Street nach Kuhmist und Pferdepisse. In der Regenzeit verwandelte sich der Lehmboden in eine morastige Kloak. Die üblichen Hütten mit vorgeblendeten Angeberfassaden, die falschen Fronten geben den Pioniersiedlungen das Aussehen provisorischer Bühnenstädte. Eine der vielen Ex- und Hopp-Städte, die nach kurzer Bonanza wieder zu Geisterstädten verfallen. Bevor luxuriöse Bordelle und Spielsalons gebaut werden, stehen hier nur kümmerliche Bretterbuden und Zelte. Hinter verschlissenen Planen verbergen sich provisorische Läden und primitive Lasterhöhlen. Windige Landverkäufer bieten ihre fragwürdigen Dienste an. Die ersten Restaurants, Backstuben und Saloons bestehen nur aus ein paar Bierfässern und Brettern drüber. In einem abgesonderten Ghetto, abfällig Hoptown genannt, leben 350 Chinesen, die dienstbaren Kulis einer jeden Stadt. In einer Zeit militanter Rassenvorurteile gehören die 100.000 fleißigen Asiaten im Westen zur verachtetsten Minderheit. Miss Fly läuft als lebende Werbefassade für den neuen Fotoladen ihres Vaters Reklame. Action! Fast 6.000 erfolgshungrige Einwohner hat die Boomtown 1881. Ein buntes Völker- und Rassengemisch. Seit Amerika dem südlichen Nachbarn die Hälfte seines Landes geraubt hat, werden Mexikaner wie Menschen zweiter Klasse behandelt. So urig wie die Kinogoldgräber sahen die 4.500 Minenarbeiter nicht aus, die in den Silberbergwerken für kümmerliche $30 im Monat malochten. Der Westen wurde in den Gründertagen von einer rauen Männergesellschaft geprägt. Ehrbare Frauen waren Mangelware. Dafür gab es umso mehr Töchter der Sünde oder gefallene Mädchen, wie man sie noch heute nennt. 50.000 Prostituierte arbeiteten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Westen. Im Zwielicht der Rotlichtviertel hauste ein Heer von Huren aller Hautfarben. Auch viele ehemalige Sklaven trieb die Freiheit in neue Formen der Leibeigenschaft. Zum Gaudi der Touristen stolzieren die bemalten Katzen der Folklore-Truppe Wild Bunch durch Tombstone. Einst war die Parade der Sirenen nur einmal in der Woche auf einer Straßenseite erlaubt, während man die andere Seite für die anständigen Frauen reservierte. Die meisten leichten Mädchen boten der Masse liebestolle Habenichtse ihre billigen Dienste im Abseits geschlossener Bezirke an. Wer Geld hatte, verkehrte in den wenigen Luxusbordellen wie dem Birdcage Theater Ecke Ann Street. Thank you.
Das Birdcage war gleichzeitig Theater, Spielsalon und Freudenhaus. Im Museumsbordell staunt man über die Freizügigkeiten im Wilden Westen. Ist doch im prüden Amerika von heute der Handel mit der Liebe nur im Staat Nevada erlaubt. Das Vogelkäfigtheater verdankt seinen kuriosen Namen den offenen Liebeslogen, die wie aufgereihte Käfige über dem Spielsalon hängen. Für den Preis eines Schäferstündchens im Edelpuff musste ein Minenarbeiter einen Monat lang schuften. Voller Verlogenheit wird bis heute der Mantel der Wohlanständigkeit über eines der schillerndsten Kapitel in der Geschichte des Westens gebreitet. Action! Auch in der Birdcage-Kulisse des Films Tombstone treten Huren nur als Glamour-Girls auf. Bigotte Zensoren haben in der Western-Geschichte die Rolle der Prostituierten meist auf farbenfrohe Anekdoten reduziert. Mit fröhlichen Cancan-Tänzerinnen hatte das wirkliche Hurenleben wenig gemein. Teufelsinseln nannte man die Reihen schäbiger Bruchbuden, in denen die meisten Huren hausten. Jede Woche berichteten Lokalzeitungen von Selbstmorden in der sogenannten Armutsschlucht. Drogen, Gewalt und Unterdrückung gehörten zum Alltag der ausgebeuteten Frauen. Auch im turbulenten Neuland der Männerwelt des Westens blieben Huren Ausgestoßene ohne Rechte. Der Nachwuchs an gefallenen Mädchen war unerschöpflich nach einem grausamen Bürgerkrieg, enttäuschten Siedlerträumen, der Arbeitsmisere des aufkommenden Industriezeitalters oder der Ächtung farbiger Minderheiten. Wie alle Saloons war auch der berühmte Kristallpalast ein Treffpunkt der Männergesellschaft. Puritanische Sittenstrenge war hier nicht gefragt. Ehrbare Anstandsdamen hätten die Männer nur gestört, ungehemmt ihren Lastern zu frönen. Hier waren nur Spieldamen willkommen. Mit Hingabe mimen die Laienspieler Animier- und Tanzmädchen, die als Lockvögel angestellt waren und gegen Provision arbeiteten. Dancehall-Girls waren keine aufgetakelten Barmietzen in bunter Reizwäsche, sondern sittsam gekleidete Allerweltsmädchen, wie die Gespielinnen der beiden stadtfeinen Cowboys. Auch auf dem gewinnträchtigen Vergnügungssektor zeigte sich, dass der Wilde Westen eine Kolonie des zivilisierten Ostens war. Luxuriöse Saloons, Spielcasinos oder Bordelle wurden von finanzkräftigen Syndikaten aus Boston oder New York kontrolliert. Aber auch andere Außenseiter hatten beträchtlichen Anteil am Lustgewinn. Die notwendigen Konzessionen für Glücksgeschäfte vergab der Bürgermeister. Und die monatlich fälligen Lizenzgebühren kassierten Ordnungshüter wie die Earps, die gleichzeitig auch noch Steuereintreiber waren. Beste Gelegenheit für Amtsmissbrauch durch Doppelbesteuerung und Erpressung. Natürlich wurden auch die Spieler gerupft, aber am meisten schröpften Richter, Bürgermeister und Polizisten die schutzlosen Prostituierten. Ihr Wohl und Wehe hing völlig von den Behörden ab, lebten sie doch in einer gefährlichen Grauzone zwischen Legalität und Illegalität. Welche Ausmaße die Korruption annahm, zeigt das Beispiel des größten Rivalen der Brüder Earp. District Sheriff Bean zockte im Jahr illegal $40,000 ab, obwohl er offiziell nur $160 im Monat verdiente. Marshall oder Sheriff, die legendären Saubermänner des Wilden Westens,
fingerten weniger mit ihren Colts als mit Pokerkarten und Chips. In Filmen sind Spieler immer die Bösewichter. Ben Travick weiß es besser. Das stimmt nicht. Während der Boomtown-Zeit war Spielen ein angesehener Beruf. Viele berühmte Leute im Westen begannen als Spieler. Wyatt Earp ist ein gutes Beispiel. Earp hatte im Oriental, hier im Crystal Palace und im Alhambra Spielerkonzessionen. Wenn jemand ins Spielergeschäft einstieg und das Kapital hatte, um die Bank zu halten, konnte er nur eine Konzession selbst betreuen. Er heuerte also Stellvertreter an, die seine anderen Spieltische betrieben. Wyatt Earps Spielkonzessionen wurden von seinem Bruder Morgan und Doc Holliday betreut. Entweder mietete man einen Spieltisch oder arbeitete auf Gewinnbeteiligung. Auch der Saloonbesitzer bekam seinen Anteil, oft sogar die Hälfte. In Filmen gehören Schießereien an Spieltischen zum Standardrepertoire. Das passierte sehr selten. Streit, der in einem Saloon begann, wurde fast immer draußen ausgetragen. Es wird von ganz wenigen Fällen berichtet. In Tombstone wurde niemand am Spieltisch erschossen. Keine heimtückischen Schüsse unterm Tisch, keine versteckten Taschenpistolen? Einige trugen Mini-Revolver, aber keiner benutzte sie hier. Nostalgiereisen in den Wilden Westen sind gefragter denn je zuvor. Wenn die Wahrheit über die Legende herauskommt, drucken wir trotzdem die Legende, sagte ein Journalist in John Fords Meisterwerk, der Mann, der Liberty Valance erschoss. Und warum? Weil man mit Hilfe von Legenden Widersprüche harmonisieren kann, die sich in der Realität nicht lösen lassen, sagt der Western-Regisseur. An der Bar im Big Nose Kate Saloon sitzen immer die gleichen trunkenen Möchtegern-Revolverhelden und träumen von treffsicheren Heldentaten. Weil sie mit ihrem heutigen Leben nichts anzufangen wissen, schlüpfen sie Tag aus, Tag ein in die Rolle bewunderter Fantasieschützen von Anno dazumal. Auf der staubigen Straße einer Westernstadt stehen sich die Revolverschwinger gegenüber wie Ritter im heroischen Zweikampf. Unzählige Male wurden solche Showdowns gefilmt, aber niemand hat so ein klassisches Revolverduell tatsächlich bezeugt. Der Wilde Westen war nicht das Land der Kavaliere, sondern unsentimentaler Männer, die um jeden Preis überleben wollten. In Hollywood gehören Wunderschützen zum Western-Alltag. Für den Waffenexperten Poppy sind sie nur Klamauk. So etwas hätte es im wirklichen Westen nicht gegeben. Damals schossen die Colts nicht sehr gut. Das Pulver und die Patronen waren nicht gut und auch nicht das Metall. Genauso wenig war das Holster dafür geschaffen, einen Revolver herauszureißen. Die meisten Männer trugen ihre Waffe hier im Gürtel und versteckten sie unter ihren Jacken, damit sie keiner sehen konnte. Wenn sie ihre Colts brauchten, konnten sie sie rausziehen und schießen. Meistens wurde in den Rücken geschossen oder aus irgendeinem Versteck, wenn der Gegner unvorbereitet war. Es gibt einen Bericht von einer Schießerei, bei der sich zwei Typen mit Revolvern in der Hand gegenüberstanden und 12 Löcher in die Luft schossen, ohne einen Mann zu treffen. Beide Revolver waren leer. Hier trugen sie also meistens ihre Waffe. Ihr Holster sah ähnlich aus wie dieses. Ein bisschen höher auf der Hüfte. Sie schützen ihre Pistole besser als ich, obwohl das ein frühes Modell ist. Man kann die Waffe nicht leicht ziehen, was auch gar nicht beabsichtigt war. Eine Pistole war für Cowboys ein Werkzeug, mit dem man Klapperschlangen tötete, verwundete Pferde oder Kühe. Oder um sich im Ernstfall zu verteidigen. Zauberkünstler mit dem Colt. Revolverakrobaten haben den Showdown gegen die Uhr zum Sport erklärt.
Der Weltrekord der Superschützen liegt unter einer Sekunde. Mit Bobs Waffenarsenal hätte Wyatt Earp jeden Rivalen kalt gemacht. Die Faszination von John Wayne und Gary Cooper scheint noch lange nicht ausgedient zu haben. Wie vor 100 Jahren, der Durango und Silverton auf seiner täglichen Tour in die Rocky Mountains. Die abenteuerliche Fahrt am Animas River gehört zu den gefragtesten Ausflügen im Westland. Über tiefe Schluchten und schwindelerregende Pässe schnauft der Romantikzug in eine andere Zeit. Der Bau der Gebirgsbahn kostete ungezählten Arbeitern das Leben. Vor allem importierte chinesische Kulis wurden an den Steilhängen in Körben heruntergelassen, um Löcher für gefährliche Sprengungen zu bohren. Früher transportierte der Zug goldhaltiges Gestein. Heute genießen Touristen die einmalige Aussicht. Wer hier einen Platz ergattern will, muss rechtzeitig buchen. In den Rockies lieferten sich einst angeheuerte Pistoleros blutige Gefechte. Den Kampf rivalisierender Eisenbahnbarone um die lukrativen Strecken zu den Minenstädten beendete erst der Einsatz von Truppen. Seit in einigen Orten in den Bergen wieder das Spielfieber ausgebrochen ist, erwachen viele verfallene Geisterstädte zu neuem Leben. Paul Newman und Robert Redford mimten auf dieser Strecke einen dramatischen Zugüberfall für den Film Butch Cassidy und Sundance Kid. Seitdem erkunden mehr und mehr Fans die Schauplätze ihrer Abenteuer. Als Halbstarke überfiel Butch Cassidy 1891 seine erste Bank, bevor er als letzter der berühmten gesetzlosen alten Stils den Wilden Westen unsicher machte. Mit viel Glück entgingen Butch und Sundance dem Galgen, der überall in Amerika auf die meistgesuchten Verbrecher der Jahrhundertwende wartete. In einem ehemaligen Hurenhaus lässt sich das Filmteam in Erinnerung an das berühmteste Foto von Butch Cassidys legendärer Bande Wild Bunch ablichten. Um nach dem Schaden für den Spott zu sorgen, schickte der wilde Haufen Butch Cassidys höhnisch einen Abzug dieses Fotos an eine Bank, die sie gerade in Nevada überfallen hatten. Mit Sundance Kid und den anderen Spießgesellen hielt Cassidy den Westen 10 Jahre lang mit seinen verwegenen Raubzügen in Atem. Der letzte Zugüberfall der Wild Bunch wurde schon 2 Jahre später, 1903, als erster Western der Filmgeschichte gedreht. Für die bewegten Celluloid-Bilder boten Züge ideale Voraussetzungen. Dramatik, Aktion, Tempo. Und wie war sie besser darzustellen? Die brisante Konfrontation zwischen eisernen Fortschrittsungeheuern des technischen Zeitalters und den kühnen Desperados einer archaischen Reitergesellschaft. Kaum waren die letzten Outlaws des Wilden Westens, Butch und Sundance, 1901 nach Südamerika geflohen, begann auch die Filmindustrie die Eroberung des Westens zu einem zeitlos weltbewegenden Dauerthema zu verklären.
Die verzweigten Fluchtwege der berühmten Banditen gingen als Outlaw Trail in die Westerngeschichte ein. Der Pfad der Gesetzlosen schlängelte sich an den Rocky Mountains entlang, von Kanada im Norden bis nach Mexiko im Süden. Die sichersten Schlupfwinkel waren Hole in the Wall in Wyoming und Robber's Roost im Schluchtenlabyrinth von Utah. Räubers Ruh. Das passt zu den uneinnehmbaren Verstecken im Gewirr der tausend Schluchten, die 100 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt waren. Spektakuläre Überfälle und generalstabsmäßig organisierte Fluchtmanöver auf dem Rücken schneller Pferde, jahrelanges Katz-und-Maus-Spiel mit angeheuerten Kopfgeldjägern, das ist der Stoff, aus dem bewunderte Helden hervorgehen. In der unermesslichen Weite des Colorado-Plateaus verliert sich seit 100 Jahren die Ranch Robber's Roost. Hier versteckten sich Butch Cassidy und seine Gesellen und besorgten sich frische Pferde. Manchmal heuerten die Cowboy-Banditen in mageren Räuberzeiten auch als Kuhjungs an. Das bescheidene Ranchhaus der Familie Ecker wurde erst später gebaut. Erst einmal hauste sie in einem Loch in der Erde. Heute nutzt A.C. Ecker den Bunker als Vorratskammer. Die primitive Blockhütte war dagegen schon ein Palast. Auch wenn A.C.'s Großeltern mit 4 Kindern in nur einem Raum hausen mussten. Heute ist hier die Sattelkammer untergebracht. Die Eckers waren dem Ruf des Führers der Mormonensekte Brigham Young gefolgt und hatten sich im kargen Wüstenland von Utah angesiedelt. Aber mit der Kirche hatten die Eckers nie etwas im Sinn. Ihr Wahlspruch lautet noch heute ganz amerikanisch: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. AC ist zugleich professioneller Rodeo-Reiter, Organisator von Abenteuertrecks mit Packpferden und vor allem der beste Cowboy auf seiner Rinderranch. Die Geschichte des Cowboys ist ein interessantes Beispiel, wie aus einem vom Bürger verachteten, eigentlich befremdlich unamerikanischen Barbaren die Personifizierung des Amerikanischen schlechthin wurde. Das Markenzeichen von geballter männlicher Kraft zeigt bis heute Wirkung. Doch in einer Zeit des großen Aufräumens mit allmächtigen Mythen fegt die Säuberungswelle auch den verklärten Cowboy vom Sockel. Aus dem Volkshelden wird unversehens ein Ökoschurke. Wie einst der Pelzhandel oder die Minen- und Holzindustrie hat auch die Viehwirtschaft dem Land ungeheuren Schaden zugefügt. 10 Millionen Büffel wurden von 100 Millionen Rindern verdrängt. Sie sind mit dafür verantwortlich, dass riesige Präriegebiete zur Wüste werden. Aber kommen wir zurück zu Butch Cassidy. Wenn A.C. Ecker einen Rinderdieb erwischte, würde er ihn möglicherweise erschießen. Dennoch romantisiert der Rancher einst gefürchtete Kriminelle. Als Kinder haben wir die Gesetzlosen romantisiert, haben sie respektiert, weil sie ein hartes Leben geführt haben, weil sie die besten Pferde ritten, die sie bekommen konnten und weil sie freundlich zu den einfachen Leuten waren. Sie bestahlen nur die großen Zuggesellschaften und Banken. Dann versteckten sie sich in kleinen Orten wie Hanksville, gaben ihr Geld aus, tanzten mit den Mädchen und schenkten Kindern Golddollars. Deshalb wurden sie so bewundert und wegen ihres harten Lebens. Es gab also echte Gründe für die Robin Hood-Legende.
Robin Hood Legion? Oh yes, of course. And natürlich, das waren keine Mörder und Killer. Sie machten sich nur einen Spaß daraus, die großen Gesellschaften auszurauben. Sie stahlen von den Reichen und gaben den Armen, die von den großen Gesellschaften ausgenommen wurden. Man hat Butch Cassidy schon zu Lebzeiten als Gentleman-Bandit verklärt, obwohl sein wilder Haufen über ein Dutzend Morde auf dem Gewissen hat. Egger fühlt noch etwas vom Geist der Gesetzlosen in sich. Ich glaube wirklich, dass in jedem von uns etwas von einem Gesetzlosen steckt. Etwas, das Gesetze und gesellschaftliche Zwänge ablehnt. Wenn ich durch die Canyons reite und meinen Lunch im Robber's Roost esse, fühle ich die gleichen Dinge, die die Outlaws gefühlt haben. Diese Ruhelosigkeit, das Gefühl für die Wildnis um mich, den Wunsch, die Gesellschaft mit ihren Regeln und Gesetzen abzulehnen. Ich halte mich an die Gesetze, wie das von jedem Bürger erwartet wird. Ich weiß, dass wir Regeln, Gesetze und Regierungen brauchen, aber das hindert uns doch nicht daran, davon zu träumen, wie es früher einmal war, oder? Träumen, wie es einmal war. Kein Land der Neuzeit hat der Welt reichere Nahrung an Mythen geliefert als die riesigen Weiten westlich des Mississippi. Keine Epoche hat die Fantasie der Menschen aller Völker und Kulturen stärker angeregt als die kurze Zeitspanne, in der Amerikas Westen erobert wurde. Bis heute prägen die heroischen Legenden das Geschichtsbewusstsein und das Verhalten der meisten Amerikaner, im Positiven wie im Negativen. Das Vermächtnis des Wilden Westens ist allgegenwärtig.